Wer mit dem Zug in Jena ankommt, wähnt sich im Paradies. Und das hat nicht nur mit dem Charme der thüringischen Universitätsstadt zu tun. Insbesondere für junge Natur- und Lebenswissenschaftler bietet Jena paradiesische Bedingungen. 2006 wurde die internationale Doktorandenschule der Friedrich-Schiller-Universität Jena School for Microbial Communication gegründet. Die JSMC erhielt 2007 Exzellenzstatus. Hier können die Doktoranden in fachübergreifenden Projekten promovieren. Eines dieser Projekte untersucht die Wechselwirkungen des Pilzes Candida albicans mit menschlichen Zellen. Candida albicans ruft bei Menschen schwere und oftmals tödliche Infektionen hervor. Und ich erforsche die Fähigkeit dieses Pilzes, sich während einer Infektion von menschlichem Gewebe zu ernähren und dabei anfallende Giftstoffe wieder abzubauen. Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen könnte einmal der Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer antifungaler Medikamente sein. Die Chemikerin Doreen Schachtschabel, der Bioinformatiker Jörg Linde und der Molekularbiologe Christian Otzen arbeiten zusammen, um die komplexen Beziehungen zwischen dem Mikroorganismus und dem Menschen vollständig verstehen zu können. Jörg Linde erstellt mit Hilfe der gewonnenen Daten Computermodelle. Er arbeitet wie Christian Otzen am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, HKI. In meinem Projekt geht es darum, mit mathematischen und statistischen Verfahren experimentelle Daten auszuwerten. Und das übergeordnete Ziel ist dabei, Modelle zu erstellen, welche die komplexen Wechselwirkungen von Genen genauer untersuchen und beschreiben. Und solche Verfahren habe ich halt auf die Daten von Christian Otzen angewendet und dabei Gene identifiziert, welche für den Abbau des Giftstoffes innerhalb von Candida albicans verantwortlich sind. Und die Gene werden jetzt von den Christian genauer analysiert. Am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie arbeitet Doreen Schachtschabel. Sie analysiert die Substanzen, die in der Wechselbeziehung zwischen dem Pilz und dem Menschen eine Rolle spielen. Warum promoviert sie an der Jener Graduiertenschule? Ich wollte für mich eigentlich verstehen, wie Wissenschaftler aus verschiedensten Disziplinen ein Projekt gemeinsam betrachten mit ihren jeweiligen verschiedenen Techniken, für mich diese Techniken erlernen und im Laufe meiner Doktorarbeit ein Netzwerk aufbauen, was ich persönlich dann für meine weiteren Forschungsarbeiten gerne nutzen würde. Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien sind nicht nur Krankheitserreger. Tatsächlich sind viele von ihnen für den Menschen lebensnotwendig. So bauen sie Abfallstoffe in der Natur ab, unterstützen die Verdauung im Darm und produzieren zahlreiche Substanzen, die für den Menschen nutzbar sind. Diese und weitere Aspekte mikrobieller Kommunikation werden an der JSMC erforscht. Die Ergebnisse gehen zum Beispiel in neue Entwicklungen im Umweltschutz, in der Medizin und in der Biotechnologie ein. So ist das gemeinsame Projekt der drei Doktoranden nur ein Beispiel dafür, wie die JSMC verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und Institutionen in Jena verbindet. Zahlreiche weitere Promotionsprojekte gibt es in den Geowissenschaften, der Physik, der Medizin und der Ökologie. Insgesamt werden über 150 Doktoranden an der JSMC ausgebildet. Durch ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit werden neue Forschungsfelder erschlossen. Die JSMC ist eine Dachorganisation eines DFG-Graduiertenkollegs, einer Leibniz Research School und einer Max-Planck Research School. Dieses Netzwerk führt dazu, dass universitäre Forschung eng zusammengeführt wird mit nicht-universitärer Forschung. Dieses Netzwerk ermöglicht es außerdem, vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten den Doktoranden zur Verfügung zu stellen. Außerdem ist die JSMC Teil der Graduiertenakademie der Universität Jena, die sich insbesondere auch um die Interessen der Doktoranden kümmert und deren Stimme ein größeres Gewicht innerhalb der Universität verleiht. Neben Kursen in aktuellen Forschungsmethoden stehen den Nachwuchswissenschaftlern auch fachübergreifende Seminare zur Verfügung, die unter anderem von den Wirtschaftspartnern der JSMC geleitet werden. Heute geht es um das Thema Prozessentwicklung, von der Forschung zum industriellen Bioprozess. Die enge Kooperation der JSMC mit Unternehmen in Jena eröffnet den Doktoranden die Möglichkeit, ihre Forschung auch für konkrete Anwendungen einzubringen. Außerdem stehen ihnen dadurch Karrieremöglichkeiten in der Industrie offen. Jena wird immer bekannter in der Welt der Wissenschaft und speziell im Bereich der Biotechnologie. Und wir kooperieren direkt mit der JSMC, weil wir dadurch direkten Zugang erhalten zu neuen und interessanten Forschungsprojekten, die wir später bei der Entwicklung von unseren Produkten einsetzen können. Kooperation und Kommunikation werden großgeschrieben in der Jenaer Graduiertenschule. Dazu treffen sich die Nachwuchswissenschaftler auch außerhalb von Seminaren und Laboren, so wie heute im Innenhof der Uni. Lange Wege müssen sie dafür nicht zurücklegen, im Gegenteil.
Die Friedrich-Schiller-Universität ist nur wenige Minuten von ihren außeruniversitären Partnerinstituten entfernt. Durch den interdisziplinären Austausch kommen die Doktoranden der JSMC ihrem gemeinsamen Ziel näher: zu verstehen, wie Mikroorganismen mit ihrer Umgebung kommunizieren.